Was machen wir jetzt als nächstes auf dem Feld drauf, Martin? Ich schaue einfach einmal zur Anzeige die Füllstände nach und je nachdem gehen wir. Wir brauchen auf jeden Fall viel Körnerfutter, weil die Silofutter brauchen die Masteranlagen auch und so. Was wir von Sponsoren halten, okay, dann drücken ich bin wir ganz an. Ehrlich, es kommt ganz ehrlich drauf an, Saatgut mache ich jetzt einfach. In welcher Richtung die Sponsoren gehen. Wenn ich mir zum Beispiel sponsern lasse, dann muss ich oder Werbung für ein Unternehmen mache oder sonst was, dann mache ich das sowieso nur, wenn ich davon selber überzeugt bin. Zum Beispiel arbeiten wir so ein bisschen mit Kinguin zusammen. Ist auch bei uns auf der Homepage zum Beispiel, gibt es dann schön, haben wir einen Reflink und einen Gutscheincode und sowas. Da kaufe ich aber immer selber meine Spiele. Also ich weiß, dass die gut sind und wenn es dann mal irgendwelche Probleme gibt, dann ist der Support auch für einen da und zum Beispiel mal, du kriegst mal einen Code, der... So, wenn wir mal Schlückske aus der Flasche nehmen hier. Wenn ich, wie gesagt, also wenn ich von denen überzeugt bin, dann habe ich da auch kein Problem, mich mit denen zusammenzusetzen. Jawohl, Martin? Ja? Ich darf jetzt noch zum Turm fahren. Meine Sämaschine ist gerade mal 48% voll, aber die Saatgut aus dem Dingens ist leer. Ja, das kann passieren. So, jetzt stellen wir den mal kurz ab. So, weil der Chris hat sowieso schon wieder ein bisschen was zu tun. Ich glaube, wir haben erstmal wieder genug, ne? Ja. So, dann holen wir jetzt mal das neueste Spielzeug von mir. Und zwar, ihr wolltet einen Fendt? Ihr habt da einen Fendt. Wenn man den John Deere, ob der sich ein bisschen besser lenken lässt. Das Ding fräst alles weg. Übrigens, das ist so krass, das Ding. Da kann man auch die anderen Bäume nämlich verwerten, wenn sie im Weg sind. Damit kannst du echt alles wegfräsen, das ist gar kein Ding, ey. Guck mal hier, ein bisschen leicht gegen. Dann können wir auch komplette Bäume wegfräsen, das können wir gleich mal bei dem da drüben machen. Haben wir noch einen Anhänger hier, Chris? Nee. Warte mal, wir holen uns mal kurz einen Anhänger. Oh, Augen auf beim Fahren. Kann man jemanden privat in diesen Chat schreiben? Ich glaube nur bei YouTube Nachrichten, ich weiß es aber nicht. Ja, Kinguin, ja, unabhängig empfehle ich es, ja. Ich freue mich natürlich, also ich gebe den Leuten natürlich den Rabattcode gerne und die können sich dann halt auch entscheiden, ob sie über einen Raffling gehen von uns oder ob sie es nicht tun. Nett wäre es natürlich schon, weil die Leute, ich meine, was ist denn hier schon wieder los? Ich habe einen übelst langen Leck. Ich auch gerade. Wow. Was war das denn gerade? Ich denke mal ein Kaufleck. Wer denn gekauft? Ich. Auf LS17 freue ich mich riesig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also LS17 wird schon geil. Vor allem Fendt ist dann ja auch wohl als richtige Marke von vornherein dabei, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja.
Und auch der Cat. Und auch Cat, genau. Naja, kann man mal machen. Dieser trägt keine Luft. Ach, jetzt hat er ab. Wir holen uns jetzt erstmal einen Anhänger. Die Tiere haben sich ganz schön ausgelassen. Ja, ist ja ein kleines Mähwerk, wa? Eine kleine Sämaschine, ne? So, wir kaufen jetzt noch mal einen Anhänger. Ja. Auf jeden Fall, der Fan, also es wird schon geil. Also ich freue mich schon richtig drauf. Bin ja auch gespannt, was sie mit den Tieren machen. Also diesmal ist ja wohl das große Tier-Update dran, ne? Soweit ich das mitgekriegt habe. Bin auch schon auf die Maps und so. Ja. Also ich denke, das wird echt geil. Schubmax HTS, das ist übrigens ein Anhänger. Und ein John Deere haben wir übrigens auch, wie ihr seht. Bero, bevor du irgendwas anderes machst, du kommst jetzt gleich nach hier unten, mach schon mal die Baumstämme weg an dem Rand. Ja, was meinst du, warum ich einen Anhänger hole? Welche Baumstämme? Die Stümpfe oder? Aus dem Boden gucken. Dafür hole ich doch gerade einen Anhänger. Weil sonst schredder ich das ganze Ladegut doch überall in der Botanik rum. Das hat wenig Sinn. Oh, immer dieses versetzte Beschleunigen. Du drückst schon eine halbe Stunde auf der Taste rum und irgendwann schießt er los. Ich glaube, Klaas ist noch nicht dabei. Also Klaas ist noch nicht angekündigt auf jeden Fall. Also es kann natürlich sein. Klaas weiß ich auch noch nichts. Es kann natürlich sein, dass Klaas kommt, aber bis jetzt steht da noch nichts. Paint auf jeden Fall und der Cat auch auf jeden Fall. Und was dieses bei dem neuen früher rauskommt, sind die ganzen Skripte für die ganzen Fahrzeuge, dass wir da schon vorarbeiten können. Das wurde mir jetzt bekannt gegeben auf der FarmCon. Siehst du, das wusste zum Beispiel ich noch nicht. Der Ed, der schreibt mir nur noch schöne Sachen im Chat. Hat er dich gern? Oh ja. Aber meine Kinderzimmer sind hier schon alle voll, Ed. Wieso? Er schreibt blockwasserkuh.de und so und dann abonnieren, Daumen nach oben, teilen und opfert ihm euren Erstgeborenen. 11-1 selbst. Ich krieg den Baumstamm hier, irgendwie will er nicht weg. Aber irgendwie ist Treckerfahren bei mir heute sehr schwer. So lange mit den Tieren beschäftigt, muss ich sagen. Die haben ordentlich Gas gegeben. Ach Mist. Ja, ich bin rausgeflogen. Ich muss mal pausieren. Deins ist bei mir abgestürzt.
Bitte, wenn du reinkommst, schreie vorher. Ja, will diesen Baumstumpf diesmal nicht wegmachen, ne? Also muss man mal ein bisschen herumwirken auch. Ja. Martin, ich stoße jetzt wieder dazu. Ja? Jetzt ist er weg, okay. Warum Mist? Ach Mist, Ed. Weil ich das jetzt vorgelesen habe. Ich habe jetzt auch mal gespeichert zwischendurch, gell? Fan-Treffen eher nicht, nein. Weil ich sehe es nicht so, dass ich jetzt was Besonderes bin, also. Fan-Treffen ist da eher, keine Ahnung, nicht so meins. Notruf 112 habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe jetzt heute mitgekriegt, dass. Was soll das sein? Was? Was ist mit Notruf 112? 112. Das ist eine Feuerwehr-Simulation, soweit ich was weiß. Also Rettungsdienst und sowas. Ah, okay. Also im Prinzip Feuerwehr 2014, vielleicht mal vernünftig. Ja, sorry, dass ich 112 sage, ich komme aus Österreich. Welche Facecam? Eine scheiß teure Logitech. Reicht das? Er will diesen Baumstamm jetzt gerade nicht wegfräsen, ne? Ja, Leute, entschuldigt die Störung. Du kannst ja vielleicht von der anderen Seite ranfahren, man kann schon mal hier weiter Absturz, aufladen. Deswegen muss ich mal eben stoppen. Ich hoffe. Weil der ist ja auch eigentlich schon die Baumstämme für die Großen. Warte, bleib mal stehen. Wenn nicht, liegt es bei mir auf jeden Fall dann an den John Deere. Der friest eigentlich alles weg. Jetzt kannst du nochmal. Nein, aber wenn die Baumstumpfe zu groß sind, dann will er die nicht wegfräsen, weil er dann. Der friest komplette Bäume weg. Dem ist das egal. Nein, ich hatte das Ding schon mal, dann hat er damit rumgebackt, deswegen. Ach so. Aber wenn die Baumstämme noch auf dem Boden rausgucken, die sind zu groß, also zu hoch, dann backt der rum, dann nimmt er die nicht richtig an. Du musst mit der Kettensäge hingehen, die immer damit halbieren und danach einfach da draufsetzen, dann geht das. So, um mir zu zeigen, was der Chris hier gerade erzählt, ist ein bisschen blödsinnig. Wir probieren gerade mal was, pass mal auf. So, passt mal auf, Leute. Jetzt zeigen wir mal dem Chris hier. Ich muss schon zum dritten Mal mit dem Kotter gespannt über einem Stahl abfahren. So, guck mal, Baum weg. Nee, nicht Baum weg, Baum gefällt. Ja, Baum gefällt. Und jetzt pass mal auf. Habe ich gerade einen Fehler gemacht? Warte. Oh.
Ich hab's gemerkt, dass ich den Baum nicht getroffen hab, Mann. Das Zielwasser vergessen. Wieso verliere ich Saat? Verlierst keine Saat. Du hast Chris? Doch, bei mir zieht der ja Saat ab. Ich sehe nichts. Hab das ein leichtes Problem. Bei mir zieht der die Saat runter. Hast du dich aufgespießt? 38, 37. Hast du dich vorne aufgehangen, ja? Du bist bei mir noch immer bei 48%. Wir machen das einfach anders, ja, warte mal. Trotzdem zieht der hier runter. Ja, kein Wunder, mit B